Jo, liebe Freunde, hallihallo. Ja, heute geht es wieder mal um dieses gechillte Format. Etwas ruhig, etwas entspannter. Ja, ich habe heute hier noch ein paar Sachen zu erledigen. Ihr seht, meine Werkstatt sieht jetzt nicht besonders aufgeräumt auf. Ich habe nämlich gestern noch die Werkbank fertig gemacht. Das ist der Tag danach, also Samstag. Ich habe hier noch, wie gesagt, ein paar Sachen zu erledigen. Beispielsweise hier die Türklappen. Ja, da habe ich jetzt einen Dämpfer eingebaut, montiert. Da müssen noch zwei weitere hin. Und zwar die zwei. Das muss noch gemacht werden. Dann habe ich hier noch so ein paar Holzreste rumliegen. Die möchte ich ordentlich irgendwo hier in der Werkstatt platzieren. Die Sachen, die werde ich sicherlich irgendwann demnächst verwenden. Das ist eben das gute Zeug, was ich hier habe. Das sind Multiplex-Abschnitte, Bretter. Hier habe ich meistens Multiplex. Und Multiplex, wisst ihr ja, damit kann man richtig schöne Sachen mitbauen. Weil man das Zeug eben... sonst, ja, weil man für das Zeug eben viel Geld bezahlen müsste, ja. Und wenn man sowas dann hat, dann sollte man das auch verwenden. Gut, genug gequatscht. Wir legen jetzt mal los mit den Türen. Das ist die erste Aufgabe, weil nämlich auch hier ein Karton von der Firma Hettich liegt. Die haben mir das Material zugeschickt und das nimmt ihr auch Platz weg. Das muss ja irgendwann auch mal verwendet werden. Gut, dann legen wir los. Ich habe jetzt erstmal geguckt, ob überhaupt einer reicht. Also so ein, ich glaube, was haben die? Ein Tracker von 3 Kilo, glaube ich. Ne? Ja, die haben 3 bis 6 Kilo steht hier drauf, aber ich habe jetzt nicht verstanden, was das genau heißt. Auf jeden Fall, ich glaube nicht, dass so ein Brett jetzt 3 Kilo wiegt, deswegen ist das eigentlich in dem Fall egal. Jetzt haben wir hier die Dämpfer, wir haben unsere... Hier, das sind diese Kugelköpfe, einmal das und einmal das Gegenstück. Da zeige ich euch gleich, was wohin kommt. Jetzt kommt das Teil hier vorne dran. Also ich mache das jetzt mal, ich übernehme das Maß von dem rechten. Vom Rand habe ich jetzt hier 24 mm. Machen uns erstmal eine Markierung, damit wir ungefähr wissen, wo wir bohren, schrauben sollen. Den hier können wir schon mal reinklicken. Das muss jetzt hier unten irgendwo hin. So optimal. Okay. Drücken wir das hier rein. Zack. Und so ist es fertig. Klappe zu, fertig. Macht ihr eigentlich auch eure Maschinen immer sauber, nachdem ihr die verwendet habt, nachdem ihr die benutzt habt? Schön sauber machen, staubsaugen, putzen, wie auch immer und dann wieder alles an einen Platz? Oder denkt ihr, ach scheißegal, brauche ich sowieso beim nächsten Mal, dann wird es sowieso wieder dreckig, brauche ich nicht. Also ich bin einer, der sich, ach ja, so alle zwei Wochen oder eineinhalb Wochen, jede Woche einmal oder alle zwei Wochen einmal mal runterkomme in die Werkstatt und mache hier erstmal alles komplett sauber. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass ich da jetzt mir wirklich mit einem Pinsel drüber gehe. Teilweise schon. Beispielsweise so eine Hobel, wo man jetzt nicht überall rankommt. Da gehe ich mit einem Pinsel manchmal drüber. Das sieht einfach schöner aus. Und man hat auch Bock, beim nächsten Mal die Werkzeuge zu verwenden. Und dann ist das auch beim nächsten Mal schön sauber einsatzbereit.
Jetzt kommt hier in die Lücke noch ein Halter hin. Und zwar für die Zwingen. Die passen da ganz gut hin. Die werde ich einfach, ich werde wahrscheinlich einfach so ein paar Löcher reinbohren, so dass ich die dann einfach rausziehen kann. So rausziehen kann. Mehr braucht es nicht. So, das ist das. Das soll nachher der Halter werden. Hier machen wir jetzt mal gerade mal hier ein paar Striche. Lassen wir das hier mal ab. Ja. Und diese Bereiche hier, seht ihr das? Diese Bereiche kommen jetzt weg. Setzen unser Stück hier dran, wollen ja wissen, wie weit wir hochfahren. Hier haben wir die Sägeblattzahnspitze und dann fahren wir das jetzt mal hoch. Alles klar. Jetzt kann ich auch mal das machen, was ich meine, wofür ich eigentlich gearbeitet habe, wofür ich die Werkbank gebaut habe. Und zwar, um das Werkstück jetzt hier festzumachen. Dafür sind diese Zwingen super und dafür habe ich auch hier dieses Lochraster eingebohrt. Da wir das ja steckbar haben wollten, werde ich jetzt hier eine dünne Leiste anbringen, auch aus dem Material, aus diesem Reststück. Machen wir jetzt hier gleich vorne zu und gut ist. Zack, zack. Und dann haben wir nämlich das, was wir wollten, dass es nachher steckbar ist. Bisschen Leim drauf geben, tackern, gut ist. Muss nicht viel sein. Das reicht auch schon. Dann nehmen wir uns dann diesen Streifen. Einmal. Hier. Mal ein bisschen schleifen, sauber machen, gut ist. Und wieder was geschafft. Nach getaner Arbeit wird sofort aufgeräumt. Liebe Freunde,
Heute sind wieder 2 bis 3 Baustellen erledigt. Ja, es sind noch ein paar Sachen im Hintergrund geschehen. Demnächst werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass ich meine Hölzer ordentlich einsortiere, dass ich hier mehr und mehr Ordnung schaffe. Durch die Werkbank, durch die kompakte kleine Werkbank habe ich wieder mal etwas Raum gewonnen. Da bin ich total froh drüber. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt, mach dein Ding. Ciao.